Jo, hi Leute. Schöne Grüße aus Finnland. Ja, es wird Frühling, ne? Ich habe mich mal ein bisschen rausbegeben, um ein bisschen Sonne zu tanken. Und ja, an einen der nahegelegenen Seen. Gibt ja genug davon. Ja, also im Moment ist es ganz gut, ne? Der lange Winter ist vorbei. Frühling. Sommer beginnt und das geht auch jetzt recht schnell, denke ich mal. Ja, was ist bisher passiert? Nicht viel. Also, okay, im letzten Jahr sind wir einmal umgezogen. Wir haben eine größere Wohnung genommen mit Sauna und so. Ja, des Weiteren, mein Job habe ich immer noch in der Bäckerei dort und das ist auch alles super. Ansonsten, ja, sprachlich versuche ich mich da so ein bisschen weiterzubilden, weiterzumachen, weiterzukämpfen. Aber Finnisch ist einfach nicht so einfach, ne? Also, ich habe mal 2 Jahre in Spanien gelebt, das war natürlich total easy. Ich weiß nicht, woran das liegt. Für uns Deutsche ist das mit dem Spanischen total easy. Also, als ich da in Spanien war, musste ich überhaupt gar nicht lernen, ne? Da habe ich so einen Kurs gemacht, bevor ich hingefahren bin. Oder mehrere. Aber dann da vor Ort kam das einfach so rausgeplätschert, ne? So mitten im Leben, wie man sich das vorstellt. Wie man das auch vielleicht vom Englischen her kennt. Aber Finnisch geht nicht so einfach, ne? Ich meine, gut ist natürlich, wenn du dich so ziemlich sicher fühlst und schon das Wichtigste verstehst, ne? Ja, das Einzige, was ich auf jeden Fall mache, ist Vokabeln lernen, damit du auch immer weißt, wenigstens worum es geht. Und so ein bisschen Satzbauübungen mache ich da. Die gesamte Grammatik sich da reinzuziehen, das ist jetzt gar nicht mein Ding und werde ich auch nicht tun. Das, was sich jetzt nicht so festsetzt durch Übungen oder so aus dem Leben, das kann ich dann auch nicht ändern. Aber naja, gut. Ansonsten kann man immer schon ein paar Sachen machen. Ne? Ist natürlich nicht so einfach, hier Leute voll zu quatschen. Okay, ich kann zu Hause mit meiner Frau das ab und zu und so, ne? Aber das ist natürlich mit dem Partner was lernen und so, ist immer ein bisschen komisch, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, wenn du hier so eine Art Tandempartner suchst oder so, das kannst du wohl machen. Aber so im täglichen Leben, die finden einfach voll zu quatschen, das funktioniert wohl nicht. Junge, das, naja, was soll ich sagen? Ich weiß aber nicht so richtig, mit den Finnen was anzufangen. Ne? Die sind sehr distanziert und das wahrscheinlich auch schon alles. Du weißt nie, ob die dich nicht mögen oder keine Lust haben oder einfach nur kein Interesse oder die sind manchmal einfach kühl. Ne? Also bloß wenn du das weißt, dass das nicht Unhöflichkeit ist, sondern einfach eine gewisse Art Distanz. Dann kannst du damit auch super umgehen. Ich meine, was hast du für Vorteile hier in Finnland? Klar, du kannst einfach ruhiger leben, ne? Die Leute sind distanziert, das ist manchmal komisch im täglichen Umgang, ist aber eigentlich genau das, was ich mir auch gewünscht habe. Die lassen dich in Ruhe, ne? Die würden sich niemals einmischen. Mach mal dies oder an deiner Stelle würde ich. So typisch deutsch. So, das hast du hier auf jeden Fall schon mal nicht. Ansonsten, die Preise sind ziemlich krass. Alkohol haben wir schon mal behandelt, das Thema. Das brauchst du hier gar nicht. Das muss immer mal eine Ausnahme bleiben. Ist auch vielleicht ganz gut so. Und ansonsten musst du zusehen, dass du irgendwie einen Job kriegst, wo ein Tarif ausgehandelt ist oder so, ne? Da habe ich jetzt Glück gehabt. Und ansonsten, so wie das immer alle sagen, ja, ihr verdient ja auch viel mehr da in skandinavischen Ländern.
Das ist auch schon immer gar nicht mehr so. Auch schon nicht in allen Bereichen, ne? Da gibt es große Unterschiede. Also, du musst nicht denken, dass hier Leute, die einen anstrengenden, verantwortungsvollen Job haben, so wie Lehrer, Verwaltungsleute oder so, du musst nicht denken, dass die so mega gut bezahlt werden. Das stimmt immer auch gar nicht, ne? Aber was natürlich gut bezahlt ist, sind alle solche Sachen. Ja, auch Handwerker und so Nachtschichten, Tarifzuschläge für besondere Zeiten, Wochenende und diese Sachen, das wird natürlich gut bezahlt. Und wenn du sowas hast, ja, dann hast du gewonnen, ne? Dann hast du schon am Monatsende mehr als jemand, der da von 8 bis 16 Uhr ins Büro krabbelt. Aber wie gesagt, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich würde mich da nie festlegen. Und ich habe nur eins gemerkt, die Aussage, in Skandinavien ist alles teuer, aber verdienst ja auch mehr, das trifft gar nicht immer zu, ne? Ja, ansonsten musst du halt ein bisschen aufpassen beim Einkaufen, ne? Du kannst da nicht so wie in Deutschland alles in den Korb schmeißen. Du musst schon ein bisschen gucken, was du brauchst. Und die Leute sind aber auch viel bewusster und aufmerksamer. Hier frisst sich keiner voll aus Langeweile oder so. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber das, was ich so gesehen habe und kenne, vernünftiger Umgang und ja, halbes Roggenbrot rein und dann ist gut, ne? So läuft das hier. Also ansonsten, ja, Bus und Bahn. Auch schon nicht ganz günstig, aber noch vertretbar. Taxipreise sind so ungefähr wie in Deutschland. Ja, wenn du 1 Euro mehr bezahlst, okay, aber das ist nicht wesentlich. So, ansonsten, das mit den Wohnungen ist, das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Also, wir haben eine ziemlich große Wohnung, auch mit Sauna und so, aber das ist natürlich so. Das ist nicht in einem traumhaften Ort, ne? Also mein Wunschort zum Beispiel ist es nicht. Ist auch nicht in der Nähe von Helsinki, ist schon fast eine Stunde weg. Irgendwo in Südfinnland und ja, wenn es so ein unbekannter Ort, irgendwo am Rande der Welt, dann bezahlst du natürlich weniger, so wie überall auch. Ansonsten in Helsinki und Helsinki-Randgebiet, das musst du denn auch können, wenn du das willst. Aber so zum Starten ist das natürlich ganz günstig, wenn man da ja, so eine Wohnung hat. In einem weniger bekannten Ort. Ansonsten, was ziemlich fair und günstig ist, sind so die Strom- und Wasserpreise. Das sind meistens Pauschalen. Und das ist nicht so eine Abzocke wie in Deutschland. Ne? Auf jeden Fall. Also das habe ich hier immer ziemlich fair erlebt. Also Wasser, ich kenne keinen, der hier einen extra Wasserzähler hat. Die meisten haben das als Pauschale mit enthalten und dann ist gut. Dann bezahlt man das pro Person. Ne, wenn du mit 2 Leuten in so einer Bude wohnst, ja, dann bezahlst du deine Pauschale für 2 Leute. Das ist dann immer ein Zwanni pro Person oder so im Monat. Ja, sowas in der Art. Ja. Und so sieht's aus, ne? So, das war auch alles, was ich bis jetzt so getan hat. Und ja, dieser Sommer wird ganz anders. Ansonsten habe ich ja immer Urlaub genommen, ab in den Flieger oder auf die Fähre, ab nach Deutschland. Alte Freunde und Bekannte besuchen, ein bisschen an der Ostsee rumtapern, bisschen baden gehen, campen, was weiß ich. Das ist natürlich jetzt, ja, fällt ins Wasser wegen Corona, ne? Jetzt habe ich natürlich trotzdem Urlaub und ja gut, nur 2 Wochen am Stück erstmal, das ist ganz gut im Sommer und ja, vielleicht ist es ganz gut. Das werde ich nochmal nutzen, um ein paar andere Ecken hier in Finnland kennenzulernen. Ich möchte unbedingt mal ja, weiter an die Küste hochfahren, nicht nur im Süden, Helsinki, ne, sondern auch so die ganze Küste da, Pori und was es da noch für Hafenstädte gibt.
so ein paar. Ja, und das ist schon interessant. Und da wollte ich mir schon mal ein bisschen was angucken. Turku und sowas, ne? Ja, ich werde ein bisschen rumreisen, die kleine Kamera hier mitnehmen und auch Videos, ein paar Bilder machen und ja, ein bisschen was berichten, ein bisschen was erzählen, ein paar Orte erkunden. Und für manche ist es einfach auch nur schön, mal wieder was aus Finnland zu sehen, ne? Gibt ja viele Abonnenten von mir, die haben Bezug zu Finnland, sind in Finnland geboren und leben jetzt in Deutschland oder umgekehrt und oder sind einfach Finnland-Freunde-Fans und Skandinavien-Freunde, Wikinger oder sowas. Und ja, und für die ist es auch ganz schön, einfach mal ein paar Bilder von ein paar Orten zu sehen. Und ja, deswegen nehme ich immer die Kamera mit und mache auch mal irgendwas. Ja. Letztens bin ich auch ein bisschen durch Helsinki gefahren. Das war ziemlich morgens um 6 Uhr, Sonnenaufgang und so. Ja, sieht ziemlich leer aus überall wegen Corona. Und ja, das Video habe ich euch verlinkt, könnt ihr euch mal angucken. Ansonsten, ah Leute, die Vögel, die machen hier Geräusche, ne? Herrlich. Einfach schön draußen zu sein. Und ich genieße das Leben hier. Ich habe diesen Stress da abgelegt, ne? In Deutschland hektisch auf und ab zu. Ich habe hier auch meinen Job. Ich habe auch meinen Tagesablauf. Ich habe nicht nur freie Tage und aber es ist anders und so sieht's aus. Wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt oder einen Bericht oder über irgendwas, eine Infos, Bilder oder so, schreibt mir in die Kommentare oder eine Mail. Ich fahre dahin, mache ein Bild, ein Video darüber oder was auch immer euch einfällt. Und ja, so sieht's aus, ne? Ja, wie gesagt, die Anfänge waren natürlich ziemlich krass, hier rüber zu kommen und diese ganze Nummer mit einchecken hier und so. Aber dann ist es auch nach ein paar Wochen gelaufen, ne? Wer sich jetzt unsicher ist, ich habe immer viele Kommentare oder so von Leuten, die sagen, ja, ich will bald nach Finnland, ich will vielleicht oder eventuell. Ja, dann, wenn man jetzt für 3 Monate herkommt, braucht man gar nichts machen. Als Europäer kann man einfach so und auch hier arbeiten, sogar für 3 Monate. Und das würde ich einfach dann mal ausprobieren. Ne? Lasst euch beurlauben oder wenn ihr sowieso gerade keinen Job habt oder irgendwelche Teilzeitsachen, nehmt euch 3 Monate, fahrt hierher. Könnt euch hier bei TE, bei dieser Arbeitsvermittlung einchecken. Das ist kostenfrei und da musst du auch nicht Leistungsempfänger sein. Kannst dich einfach da anmelden und dann helfen die dir bei der Jobsuche, ne? Und oh, das funktioniert ganz cool. Es gibt sogar Fördermaßnahmen. Wenn du jetzt in Deutschland zum Beispiel gerade arbeitslos bist und da Leistungsempfänger bist, ja, dann kannst du für 3 Monate nach Finnland fahren, kannst das da beantragen, kriegst deine Leistung dort weiter und bist hier 3 Monate, kannst einen Job suchen. Sowas funktioniert alles, ne? Und da gibt es ganz unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Beweggründe haben. Die einen wollen nur weg, die anderen wollen hier arbeiten und ja, also da, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und ihr wisst selbst, was los ist. Und das war eine gute Einstellung. So, so würde ich das machen. Ich schwenke hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. So wie immer mache ich euch einen kleinen Abschluss mit ein bisschen Musik hier. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Stellt mir Fragen zu bestimmten Themen. Ich mache was. Bis dann. Ciao, ciao. Schöne Grüße.